Hi, es ist Zeit für so ein Video. Okay, so traurig ist es jetzt auch nicht. Okay, vielleicht ein bisschen übertrieben. Vielleicht, okay, sorry. Viel zu heiß. Hi Leute, ich bin Little Confused Brain oder einfach nur Yannick und betreibe diesen Kanal hier jetzt fast seit 14 Jahren. Ich bin auch genauso schockiert wie du wahrscheinlich gerade. Und eventuell ist euch aufgefallen, dass auf diesem Kanal seit jeher, seit ich angefangen habe, eigentlich immer Let's Plays kamen. Ich habe 2010 angefangen, aus der Besinnung heraus, dass ich Let's Plays machen wollte, die dadurch resultieren, dass ich mir ein Spiel raussuche, dass ich jeden Tag Folgen dafür aufnehme und diese Folgen hochlade. Momentan läuft ja zum Beispiel auch Undertale Yellow, es läuft Omori und es gibt viele andere Spiele, die ein bisschen länger gehen, die ich sehr gerne genau in diesem Format auf YouTube bringen möchte. Jetzt kommen wir aber zu dem Knackpunkt. Ich würde auch sehr gerne wieder kurze geschnittene Videos machen zu Horrorspielen, zu kleinen Funny Games, die man irgendwie abhandeln kann innerhalb von 10 bis 20 Minuten, innerhalb von einem Video, was quasi alleinstehend für sich ist. Und ich weiß, dass das so eine typische Tirade von mir ist, dass ich jedes Mal darüber nachdenke, ob es so schlau wäre, das auf diesem Kanal zu machen oder was man irgendwie machen sollte. Und deswegen habe ich vor 2 Jahren tatsächlich schon mal diesen Gedanken gehabt und habe damalig Brainstorm ins Leben gerufen und hatte da auch, glaube ich, 4 oder 5 Videos hochgeladen. Und diesen Kanal gibt es immer noch. Allerdings heißt er nicht mehr Brainstorm, sondern Yanoko für meinen Namen, weil da sind alle meine Namen drin. Yannick, also dementsprechend. Ich denke, es ist nicht verkehrt, falls ihr auch solche Videos sehen wollt, den Kanal zu abonnieren. Der Link ist direkt in der Beschreibung. Und das ist eigentlich der Sinn von diesem Video. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr mich encouragen würdet oder ob ihr es blöd findet, dass ein zweiter Kanal existiert, auf dem so ein geschnittener Horror-Content kommt. Und ich möchte gerne ganz kurz meine Gründe erklären, warum ich denke, dass es schlauer ist. Auf diesem Kanal laufen diese typischen Let's Plays, wo jeden Tag eigentlich irgendwie eine neue Episode für rauskommt. Und Leute, die diesen Kanal finden oder diesen Kanal kennen und durch die Projekte so durchscrollen, sehen, okay, hier kommt immer Content, der aufgenommen ist, in einzelnen Parts untergliedert und da kann man dann diese ganzen einzelnen Projekte finden. Dann hat er noch den Langzeitgedächtniskanal, das ist eigentlich nur mein VOD-Kanal, wo alles vom Livestream direkt darauf projiziert wird, wo dann zum Beispiel auch komplette Spiele von Anfang bis Ende durchgespielt werden und dann auf den Kanal kommen. Und ich glaube, wenn ich jetzt ein Zuschauer wäre und ich würde jetzt gerne Horror-Content sehen oder so geschnittene Videos, wo so ein paar Memes reingestreuselt sind und ich dann sehe, dieser Kanal macht Let's Plays, auf die habe ich gar nicht so viel Bock, aber ich habe richtig Bock auf den Horror-Content, dann wäre es cooler, einen eigenen Kanal zu haben, den man abonnieren kann, den man einzeln bespielt und dieser Let's Play-Kanal vielleicht nicht das Richtige für diese Person ist. Deswegen bin ich momentan wieder am Überlegen und eigentlich ist mein Entschluss schon fast fest, schreibt trotzdem sehr gerne eure Meinung in die Kommentare, dass der neue Content auf dem Yanoko-Kanal kommt, denn da ist das alles so ein bisschen exkludierter. Es ist auch alles irgendwie so ein Neuanfang. Vielleicht versuche ich mich auch die ganze Zeit einfach nur zu erklären, dass ich seit 14 Jahren diesen YouTube-Kanal führe, auch weiterhin immens Spaß dran habe, diese Let's Plays aufzunehmen, aber trotz dessen irgendwie halt auch sehr viele Leute jetzt durch diese ganzen Projekte schon gefunden habe, der Kanal wächst, aber irgendwie trotzdem ist das so alles so ein Kuddelmuddel, weil ich alles auf diesem Kanal mal ausprobiert habe. Und ich glaube, es wäre für meinen Segen, mein Wohlergehen gut, einen neuen Kanal komplett versuchen hochzustampfen mit Horror-Content, wie ich ihn mir von Tag 1 gewünscht hätte und mit den ganzen Schnittideen und Erfahrungen, die ich jetzt habe, die da rein zu projizieren. Deswegen gibt es den Yanoko-Kanal, ihr könnt den sehr gerne abonnieren, da werden auf jeden Fall jetzt in der nächsten Zukunft die ganzen Horror-Videos und die geschnittenen Videos online kommen. Alleine gibt es zum Beispiel ein Spiel, was ich unbedingt spielen wollte, was ihr auch schon empfohlen habt, und zwar Kenitopad. Komplett wildes Game, was die vierte Wand durchbricht. Ich liebe sowas und das wird ein unfassbar gutes Video. Das ist wahrscheinlich das erste Video, was auf dem Kanal kommen wird. Und falls ihr einen Yannick vor 2 Jahren in einer anderen Wohnung sehen wollt, dann könnt ihr da jetzt auch auf den Kanal gehen und könnt da andere Videos angucken, die auch absolute Klasse waren. Und schreibt jetzt gerne eure Meinung hierzu in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen traumhaften Sonntag und kann euch nur ans Herz legen, bleibt gerne hier, wenn ihr Let's Plays sehen wollt. Neben Undertale Yellow und Omori werden hier noch viele weitere auf diesem Kanal kommen. Wenn ihr live dabei sein wollt, guckt bei twitch.tv/brain rein. Und wenn ihr geschnittenen, coolen, kurzen Content sehen wollt, schaut bei Yanoko vorbei. Das ist das Wort zum Sonntag.
Es ist tatsächlich Sonntag. Ich kann das Video sogar so nennen. Ist das klasse. Ich habe jetzt schon quasi alles fertig gemacht. Super. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video auf egal welchem Kanal. Und schön, dass du bis hiermit hier dabei geblieben bist. Tschüssi!